In dieser Folge unserer mazedonischen Abenteuer starten wir mit dem Gleitschirm von einem Berg über dem Prespa-See im Süden der Republik. Dank des leichten Segelstoffs kann man mit einem Gleitschirm ein paar Kilometer über dem Boden fliegen. Sie haben hoffentlich keine Höhenangst. Die Gebirgslandschaft in der Republik ist unter wettkampferfahrenen Gleitschirmpiloten gut bekannt. Hier werden auch internationale Wettkämpfe ausgetragen. Man muss aber kein Profi sein. Jedermann kann im Tandem mit einem Trainer fliegen. Die Vielfalt des mazedonischen Terrains, die vielen Berge und Täler, ist exzellent für Gleitschirmfliegen. Das zieht Sportler aus ganz Europa und der Welt an. Alle Paragliderist, sowohl aus Europa als auch aus der Welt.